Hallo miteinander, Joe und Donji. Elias und Donji. Zusammen die Red Bull Drift Brothers. Ja, können noch mehr dazu. Können noch viel mehr dazu. Wir sind die zwei Fahrer. Genau, wir sind die zwei Fahrer, aber riesen Team um uns rum, damit das Ganze überhaupt funktioniert. Mhm. Und wir waren mal wieder richtig... Moment, wir sagten gerade, wir haben so diesen dramatischen Einstand gehabt, dass das ein sehr intimer Moment heute ist. Genau, weil Joe ist unrasiert, seht ihr das? Unrasiert heute. Ich habe lange Haare. Ich kann fast Zöpfe machen. Fast schon, ja. Weil ich nicht dazugekommen bin. Der Terminkalender war zu voll. Aber für so die Kommentare musste die Zeit sein, richtig? Korrekt. Wir haben wieder so viel gute Kommentare bekommen. Yes. Und deswegen wollen wir darauf ein weiteres Mal reagieren. Und ich hätte gesagt, wir springen direkt rein, oder? Yes, lass springen. Lass springen. Alles klar. Full Sternchen Gaming fragt oder kommentiert, was ist eigentlich der Unterschied zwischen BHP und WHP? Also Braked Horsepower and Wheel Horsepower. Etc. In manchen Titeln, wie bei dem Video von Travis Pastrana mit seinem Subaru, böses Video, also über den Kanal, über das Boot gesprungen ist, deswegen böses Video, stand ja so und so viel Wheel Horsepower, also WHP. Bei euch steht immer so und so viel BHP. Mich würde mal interessieren, was ist der Unterschied, falls es da einen gibt? Und over zum Engineering Department. Head of Engineering. Ja, BHP und WHP hatte Joe schon richtigerweise gesagt. Es steht einmal für Brake Horsepower und das andere mal für Wheel Horsepower. Ja. In Deutsch haben wir da überhaupt direkte Übersetzungen? Also Braked heißt ja praktisch gebremst, aber es gibt nicht so eine richtige Übersetzung. Also so PS und irgendein anderes PS gibt es eigentlich nicht. Nee. Und das eine ist, ich sage einmal laienhaft und dann sagst du, wie es technisch korrekt ist. Mhm. Oder sollen wir gleich mit dem technisch korrekten anfangen? Es gibt einmal, kannst du die Leistung von deinem Fahrzeug am Motor direkt messen. Wie viel macht der Motor? Das ist mal das eine Segment. Dann kommt aber noch ein Antriebsstrang, dann kommt ja ein Getriebe. Nein, ich habe keine schmutzigen Finger. Kommt noch ein Getriebe, kommt ein Differential und überall sind Zahnrädchen, die irgendwie so ineinander greifen und das erzeugt überall Reibung und damit einen gewissen Leistungsverlust, der dann nicht mehr ankommt hinten. Also der Motor braucht schon alleine um das Getriebe und Differential zu bewegen, die Zahnrädchen, braucht es schon eine gewisse Leistung. Und dann muss er noch irgendwelche Klimaanlagen betreiben, die immer noch nicht kriegen. und genau das ist dann ein Unterschied schon mal. Das, was dann hinten an den Rädern ankommt, was dann wirklich macht Auto schnell macht, das sind dann die Wheel Horsepower. Korrekt. Ich fange nochmal ganz vorne an. Wir haben den Motor, da entsteht die Leistung, also erstmal BHP und WHP oder auch PS auf Deutsch, also Pferdestärken, ist eine Angabe für Leistung. Ganz wichtiger erster Punkt. Genau. Korrekt. Wir haben die meiste Leistung direkt an der Kurbelwelle. Also das ist ja das zentrale Bauteil vom Motor. Da entsteht die ganze Leistung. Und wir haben dann einfach auf dem Weg von der Kurbelwelle bis zu den Rädern Verluste. Wie Joe schon richtig gesagt hat, das Getriebe spielt mit, die Kardanwelle spielt mit, die Kreuzgelenke gegebenenfalls in der Kardanwelle, das Differential, die Antriebswellen, überall haben wir Verluste drin. Und schlussendlich bleibt von der Leistung, die wir vorne reingesteckt haben, nur noch etwas weniger an den Rädern übrig. Roundabout, aber das ist sehr, sehr abhängig von welchem Getriebe, bla bla bla. Aber so Größenordnung 13, 14, 15% Verlust hat man tatsächlich von der Kurbelwelle bis zu den Rädern. Abhängig natürlich von Getriebeart und ganz vielen ganz Faktoren. Genau. Also es ist nie das kann man nie gleich, genau so sagen. So ein ganz grober Daumen. Genau, ganz grober Daumen. Es gibt dann auch noch die Unterscheidung zwischen der Pferdestärke und der Brake Horsepower. Also Brake Horsepower amerikanisch wäre an der Kurbelwelle und PS in Deutsch wäre auch an der Kurbelwelle. Aber die beiden sind... Unterscheiden sich auch wieder, das ist genau nicht so einfach. Ne? Minimal unterscheiden die sich auch, aber da ist es relativ wenig. Ich müsste tatsächlich nochmal nachlesen, warum das überhaupt so ist, aber das ist irgendwie halbes Prozent oder irgendwie so ein Prozent, sowas in der Größenordnung, wie die sich unterscheiden. Aber ich würde jetzt mal sagen, es reicht, wenn man unterscheidet zwischen Leistung an der Kurbelwelle oder Leistung am Rad. Wie gesagt, die Verluste zwischendrin, zwischen den Getrieben. Leistung an der Kurbelwelle ist immer größer, Leistung am Rad ist geringer. Und das ist tatsächlich dann, was du noch sagst, dieses amerikanische versus hier, ist das immer sowas mit Meilen und Kilometer, dass die da irgendwie einen anderen Messstandard ansetzen? Oder? Ich weiß es gerade tatsächlich nicht mehr aus dem Kopf raus. Okay, wir machen das auslesen. Entweder unten in den Kommentaren. Wenn es jemand weiß, schreibt es rein. Weiß, reinschreiben, genau. Dann schauen wir, wer schnell ist. Ellie mit Nachdenken oder Nachgucken oder die Kommentare? Sehr gute Frage. Christopher Moppy, wie haltet ihr es eigentlich mit dem Rauch? Viel Qualm ist Spaß und gehört zur Show dazu. Aber das Einzuatmen ist sicherlich nicht immer angenehm. Beziehungsweise, was sagen eigentlich Ärzte dazu? Vielen Dank für eure Videos, Berichte und Erklärungen. Das ist richtig. Es gehört dazu. Viel Spaß. Es ist tatsächlich auch ein Wettkampf. Ein Kampfmittel. Element.
Genau. Ein Kampfmittel, ein optisches Kampfmittel. Nämlich, wenn du als Hinterherfahrender nicht an der Türe bist von dem Vordermann und er hat ordentlich Leistung und ordentlich Grip, dann hast du so viel Rauch, dass du dann irgendwann einfach kurzzeitig komplett blind bist. Und die Zeit wird länger, je weiter weg du von ihm bist. Teil 1. Teil 2. Gesund ist es sicherlich nicht. Aber im Vergleich zu anderen giftigen Substanzen, die man einatmen kann, sind die Partikel bei diesen Reifen relativ groß. Das heißt, die Nase und die Lunge und so weiter, die können das einigermaßen viel besser rausfiltern als zum Beispiel kleinteiligere Geschichten, wie wenn man zum Beispiel Abgase ohne Katalysator ständig einatmen müsste. Zum Beispiel. Oder auch ohne Partikelfilter. Also diese Partikelgröße ist wirklich sehr, sehr groß. Das sieht man auch häufig an dem Ende oder wenn einfach schon einige Driftfahrzeuge über eine Strecke gefahren sind, dann bildet sich so in den Runoff-Gegenden einfach so die Partikel und die sind wirklich halber Millimeter bis Millimeter. Hände voll, genau. Also Tennisbälle draus formen. Ja. Und deswegen, ja, ist richtig, aber es gibt ja viele Sachen, die nicht so gesund sind, aber die halt dann doch wieder so viel Spaß machen, dass man wahrscheinlich so in Summe fast gesünder wegkommt, wenn man die macht, als wenn man sie nicht macht, weil man sich dann so viel freut und dann so viel Glückshormone ausschüttet, wie bei, zum Beispiel bei uns, wenn wir am Querfahren sind, dass das wahrscheinlich das kleine bisschen, was es unsere Lungen mehr belastet, wieder wettmacht. Genau. Und ein weiterer Faktor ist auch noch, dass wir schauen, dass wir den Innenraum der Fahrzeuge relativ dicht hinbekommen, also dass wenig Rauch, bis im besten Fall gar kein Rauch reinkommt. Vor allem jetzt beim Neuaufbau legen wir da großes Augenmerk drauf. Warum? Kann es sein oder kann es nicht sein, dass vielleicht in einem gewissen nicht namentlich zu nennenden E30, wenn man da aus Versehen, wenn man den das erste Mal dann irgendwann mal fahren darf, wenn der kleine Bruder dann mal so gnädig ist und mir mal den Schlüssel überreicht und dann mir noch extra sagt, mach auf gar keinen Fall, was soll ich machen? Man durfte in meinem E30, also um das kurz einzuordnen, warum er sich so freut oder auch nicht, wir hatten ein Event, da musste Joe mein Auto fahren und durfte. Und ich sagte ihm noch, du darfst die Innenraumlüftung nicht anlassen, wenn du tatsächlich querfährst. Mhm. Es sind einfach viele Sachen zu machen. Er hat vergessen, den Knopf zu drücken. Bei seinem Nissan konnte man das anlassen während der Fahrt. Der E30 hat leider genau Folgendes gemacht. Du fährst in die erste Kurve. Die Lüftung ist an. Es entsteht Rauch. Und er macht... Und der komplette Innenraum ist so voll. Du siehst innerhalb von... Bruchteil einer Sekunde. 0,x Sekunden nichts mehr, aber auch gar nichts mehr. Du siehst nicht mal mehr das Lenkrad im Auto, geschweige denn irgendwas, was außerhalb von dem Auto ist. Aber auf jeden Fall, das werden wir bei unseren neuen Autos versuchen zu vermeiden, dass wir eben auch nicht einen evakuierenden Lüfter haben, also einen Lüfter, der quasi die Kabine leer saugt, sondern eher einen drückenden. Also solange wir einen kleinen Überdruck in der Kabine haben, natürlich, drücken wir den Rauch eher raus. Natürlich, wenn der Lüfter seine Luft von rauchiger Luft herholt, dann drückt er natürlich den Rauch auch wieder rein. Aber deswegen schauen wir, dass wir da einen guten Platz finden. So die Dachregion ist eigentlich relativ gut und das werden wir bei den neuen Autos so vorsehen und ich bin zuversichtlich, dass es auf jeden Fall besser wird als bisher. Schauen wir mal, ob wir tatsächlich rauchfrei bleiben im Innenraum. Man könnte meinen, du wärst so ein Luft- und Raumfahrtingenieur manchmal, gell? Wenn man es nicht besser wüsste. Naja, jetzt kommt gerade da noch ganz, Moment, das ist gerade live, kommt da eine aktuelle Frage rein. Mhm. Von JTDB42. Elli, die geht an dich speziell, die Frage. Ach was? Ja, die geht speziell an dich. Nachdem du das ja jetzt gerade so ausführlich erklärt hast, wie das so ist mit dem Rauch und so weiter und dem Qualm und auch den BHPs. Ihr habt ja jetzt viele BHPs in den neuen Autos, ne? Mhm. Und ihr wollt ja da auch nicht so viel Qualm drin haben, ne? Mhm. Es ist doch sicherlich... Warte mal, lass mich mal kurz eine Vermutung anbringen, worauf das rauslaufen wird. Oh nein, ich und bin enttarnt. Ich vermute, dass dieser JH-TDB42 vielleicht jemand sein könnte, der mir sehr nahe steht. Ich bin noch am Nachdenken, aber ich vermute, die Frage läuft auf eine Klimaanlage drauf raus und die Antwort ist, ich lese nochmal kurz. Ah ja, tatsächlich. Auf eine Klimaanlage tatsächlich. Die Frage wäre jetzt, ob nicht es besser wäre für den Innenraum und so weiter, diese Aerodynamik-Themen, wenn die Luft im Innenraum um den Fahrer rum kalt wäre, weil das dann quasi so wie so eine Rauchschirmschicht wäre. Nein? Warte, ich frage ganz kurz nach bei meinem Technikteam. Oh Gott. Also, wir haben alles versucht, die Antwort ist nein. Könnt ihr bitte in den Kommentaren euch irgendwelche Dinge überlegen, die dabei helfen, mir und Elli zu überzeugen, dass es wirklich viel besser wäre, vor allem für mich im Alter jetzt so langsam, wenn ich eine Klimaanlage im Auto hätte. Wir schauen jetzt erstmal, dass die Fahrzeuge fahren. Ich habe das noch nicht ganz abgeschrieben, aber aktuell haben wir genügend andere Themen. Ich übersetze das kurz für die Zuschauer. Mhm. Nein. Okay. das war jetzt quasi eine blumige Formulierung für nein. Okay, danke. Aber gute Frage. Danke, JH-TDB42. Okay. Onkel Tutti fragt, könnte man nicht an der Handbremse einen Hebel ranmachen, womit man noch zusätzlich die Kupplung ziehen kann? Bei einer Flyoff
Handbremse beim Allrad funktioniert das ja so ähnlich oder so. Moment, musste ich jetzt eigentlich die Frage vorlesen oder du? Du hast sie vorlesen müssen und ich muss sie beantworten. Okay, dann haben wir es richtig rumgemacht. Ich glaube schon. Gut, Onkel Tutti, sehr gute Frage. Wir hatten ja in einem Battle Review, haben wir ja gesagt, dass wir jedes Mal, wenn wir die Handbremse ziehen, auch die Kupplung drücken müssen. Deswegen gut überlegt. Es gab tatsächlich schon ein, zwei Drifter, die das so gebaut haben. Das heißt, die haben einen Aktuator oder einfach einen Sensor, sage ich jetzt mal, an der Handbremse gehabt und einen Aktuator an der Kupplung, dass wenn die gezogen haben, dass automatisch die Kupplung gedrückt war. Hilft tatsächlich in manchen Unterfangen. Wir haben das bisher noch nicht gemacht. Es könnte oder könnte nicht sein, dass wir vielleicht gewisse Testdinge bald tun. Da kann man das auf jeden Fall mal probieren. Also das ist, ja. Ich weiß gar nicht, wie das wäre zum Fahren. Ne? Wir sind schon über die ganzen Jahre gewohnt, das ist so eine automatische Bewegung. Du machst das da, automatisch geht dein Kupplungsfuß runter. Ja. Das musst du gar nicht nachdenken. Ja. In meinen Augen ist es tricky, weil man kann ja auch die Kupplung auf verschiedene Arten und Weisen reinlassen und die Drehzahl wiederum anpassen. Genau. Da hättest du halt immer einen definierten Punkt, wann die Kupplung wieder reinkommt. Aber was, wenn das zusätzlich wäre? Klar, man kann das natürlich überspielen oder man müsste es in meinen Augen auch so machen, dass man beide Systeme weiterhin hat. Jan? Ah nee, Adrian kommt. Adrian kommt, cool. Vielleicht crasht er jetzt gleich das Comedy-Video. Ja. Also, so ein System ist sicherlich denkbar. Ich habe es jetzt für diese Autos nicht vorgesehen. Wie du auch richtigerweise schreibst, vor allem beim Allrad ist das so ein Ding, dass sie quasi das mittlere Differential auch freischalten, weil da muss man ja auch noch die Vorderachse von der Hinterachse trennen. Und die Rallyefahrer können quasi einfach, ja, während sie fahren, die Handbremse ziehen und die Hinterachse wird kurz blockiert. Sobald sie die Handbremse wieder loslassen, wird das wieder zusammengeschalten und es gibt wieder Vortrieb. Ja. Für uns im Driftsport kann das ein Vorteil sein. Wir schauen ja mal rein. Cooler Hinweis. Wir testen es mal digital, oder? Ja. Weil das kann man wahrscheinlich digital leichter mal schon bauen und ausprobieren, als wenn wir es jetzt wirklich gleich in die Autos bauen. Korrekt. Cool. Onkel Tutti. Ja.